Hallo, ihr Lieben, es ist Samstag. Ich möchte jetzt gleich ein paar Erledigungen machen. Und man muss ja jeden Tag irgendwie so ein Make-up auftragen. Oder man möchte ja jeden Tag ein Make-up auftragen. Ein leichtes, frisches Make-up, damit wir, uns ein bisschen besser fühlen und nicht so blass aussehen und so müde aussehen. Und das ist jetzt mal ein Experiment. Ich habe einfach jetzt mal meine Sachen hierher gelegt, die ich benutzen werde. Die Kamera angemacht und werde mich jetzt einfach mal vor der Kamera zurecht machen. Ich hatte euch die ja vorgestellt, diese Age Perfect, diese getönte Tagescreme. Und ich benutze sie jetzt schon seit ein paar Tagen und ich bin wirklich happy. Ich bin ehrlich gesagt happy damit. Man hat dieses No-Make-up-Make-up-Gefühl und dennoch ist die Haut prima so versorgt mit Feuchtigkeit, ein bisschen Farbe, ein bisschen Glow. Ich bin mir mal unschlüssig, wie ich die auftragen soll. Also meistens mache ich es mit den Händen. Aber man kann das natürlich auch mit einem Beauty Blender machen oder einem Pinsel. Das ist die Farbe 02. Es gibt zwei Farbrichtungen und das hier ist die, also was ich jetzt benutze, ist die 02. Sie deckt natürlich keine Rötung ab. Also ihr habt jetzt nicht so ein ebenmäßiges Hautbild wie bei einer Foundation. Aber das will man vielleicht auch nicht immer. Man will ja, man muss sich ja nicht immer so zukleistern, ne? Man kann ja auch einfach mal nur so eine pflegende, getönte Creme auftragen und kleine Dinge, die einen so stören. Weil sie mich stören, zum Beispiel diese leichte Cooper Rose hier. Die ist nun mal da, kann ich nicht ändern. Und die decke ich jetzt einfach mit einem Concealer ab. Das ist dieser, auch von L'Oreal, dieser Perfect Match. Ich nehme einen ganz kleinen Pinsel und trage das hier mal punktuell auf. Schwuppdiwupp, ist es weg. Also man muss jetzt nicht ganz großflächig immer den Concealer auftragen. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich so in diesem gleißenden Licht sehe, vor dem Vergrößerungsspiegel, heilige Makrele, da sieht man wirklich alles. Alles. Das ist die Farbe Vanille. So, der nächste Step. Ich habe schön weiter den Concealer von Age Perfect ausprobiert. Farbe Light. Und der ist klasse. Der hält wirklich. Und einige haben mir auch schon geschrieben, dass sie den auch schon probiert haben und ganz zufrieden sind, dass sich nichts absetzt. Geht ruhig in den Augenwinkel. Also wie nenne ich denn das jetzt hier? Fresh Day Make-up. Ja. Es ist wirklich schade für einige Ladies von euch, die an diesen Produkten interessiert sind und sie nicht bekommen. Ihr habt dann nur die Wahl, also das im Internet zu bestellen. Ne? Also irgendwie, es ist ja doof, dass nicht alle DMs diese Produkte führen. Sind ja sowieso verschwindend geringe Produkte im Gegensatz zu der herläufigen Kosmetikindustrie, was die uns so bieten, ne? Also den jüngeren Frauen. Age Perfect ist einfach eine tolle, geniale Erfindung von L'Oreal. Wahrscheinlich die Vorreiter und irgendwann werden sie alle nachziehen. So, also die Augenbrauen. Die Augenbrauen, die sind nicht mehr. Und ich möchte mir ehrlich gesagt jetzt nicht so solche Augenbrauen auf die Haut malen. Also kann ich nur das nachzeichnen, was die Natur mir so mitgegeben hat. Und was im Laufe der Jahre ein bisschen dünner geworden ist. Ich habe nie groß zupfen müssen. Also da hatte ich Glück, ne? Aber nun ist auch nicht viel da im Alter. Im Alter werden die erfahrungsgemäß dünner. Ich habe also kenne Frauen, die hatten wirklich als junge Frauen ganz voluminöse, toll geformte Augenbrauen. Und irgendwann, ja, sind sie nicht mehr da oder nur noch so spärlich. Die Augenbrauen zu definieren. Ein wenig ist immer ganz wichtig. Und achtet darauf, der höchste Punkt der Augenbraue, wenn ihr, nehmt mal einen Stift, ist hier, also ihr geht so schräg über die Pupille,
enden sollte die Augenbraue hier und nicht hier. Und beginnen sollte sie auch nicht hier oder hier. Bei vielen, bei jungen Frauen sehe ich das oft, dass die ihre Augenbrauen sich malen bis hierher. Die Augenbraue ist Nasenflügel. Ne? Hier beginnt die Augenbraue und nicht hier. Aber das scheint ja wohl schick zu sein. Das ist schick. Naja, es sind eben so Trends. Man hatte ja, früher hatte man die Marlene Dietrich Augenbraue. Die sah ja auch nicht gerade natürlich aus, ne? Dieser Strich nur. Ich habe jetzt mal diese, ich bin ja nicht so die Palettenqueen, meine Matte Smashbox, das ist auch ein Wort, Smashbox, Covershot Palette und nehme jetzt mal diesen braunen Ton, einen flachen Pinsel und gehe jetzt hier so in diese Lidfalte hinein, um das ein wenig nach hinten treten zu lassen. Ich will jetzt kein großes Tamtam machen, ne? So ein Day-Make-up, Best Ager. So, das Auge ist irgendwie besser, das nicht. Hier kriege ich irgendwie was, keine Ahnung, da ist irgendwie, also man kriegt ja alles Mögliche, ne? Man wacht morgens auf und hat irgendwas, ein Pickel oder irgendwas, was einem nicht so zusagt. So, jetzt habe ich ein bisschen weit drüber gemalt hier. Egal, nehmen wir jetzt mal den Verblenderpinsel und die Bananentechnik hin und her und hin und her und verblende die Farbe. Auch nur, ne? Jetzt nicht bis hier hinten malen. Alles sollte hier enden. Ihr könnt euch auch so einen Klebestreifen dahin kleben, ne? Wenn ihr Gefahr lauft, dass ihr so drüber malt mit dem Pinsel. Und das Auge ist irgendwie besser. Aber man hat ja so seine Seiten, ne? Die eine ist irgendwie, oder empfindet man selber als schöner und die andere ist nicht so eine Schokoseite. Man kann, bevor man jetzt die Wimpern tuscht, also Mascara aufgibt, kann man mit einem ganz weichen, entweder einen Kajalstift oder ich habe hier so einen, wo ist er denn jetzt? So einen Gel Eyeliner. Jetzt nicht entlang der Wasserlinie, sondern an der Haarwurzel direkt, also direkt auf der Linie hier, das so bisschen ganz, deswegen muss der Stift auch sehr weich sein. Also das soll jetzt kein Lidstrich werden, ne? Nur so ein bisschen entlang des Wimpernkranzes. Und nun könnt ihr, ja, nun könnt ihr das noch mit einem Q-Tip auch ein wenig verwischen. Seht ihr, und das sieht schon, hat schon ein bisschen mehr Tiefe, bevor ich überhaupt diese Tusche aufgegeben habe. Ihr müsst vorsichtig sein, also nicht in der Wasserlinie. Das Lid am besten ein bisschen straff ziehen und ganz nah am Rand vorsichtig das aufdrücken. Ich habe einen sehr schönen Stift von Santé, ist das so ein silbriger Eyeshadow Stick und den werde ich mir jetzt hier oben so ein bisschen als Lidstrich aufgeben und auch hier unten. Nächste Auge. Am besten immer ein bisschen straff ziehen. Wie sich das anhört, ne? Straff ziehen. Naja. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber, damit ich nicht so einen harten Abschluss. Einfach nur so ein klein wenig, wirklich nur ganz minimal, klein wenig Glanz so auf die Lider zu bekommen. Es muss jetzt nicht immer das ganze Lid sein. Es reicht auch mit so einem weichen Eyeshadow-Stick, sich nur so einen Strich zu machen. Die Wimpern ein bisschen ganz vorsichtig, ein klein wenig nach oben shapen. Ein wenig Mascara.
Also jetzt die Mascara, die habe ich mir jetzt mal alleine aufgegeben. Ich will euch ja nicht immer diesen Rosy Glow vorstellen, ne? Den kennt ihr ja schon in- und auswendig. Das ist ein tolles Produkt, was ich nach wie vor sehr liebe. Aber ich habe ja noch so ein schönes Pot Rouge für jeden Tag. Bobbi Brown Pot Rouge kann man für die Lippen nehmen, auch für, also logisch, für die Wangen. Und da gehe ich jetzt mal mit den Fingern rein. Und gebe mir nur so einen Touch, so einen kleinen, gesund aussehenden Touch auf die Wangen. Übrigens Mascara, ne? Mascara, das wisst ihr. Also Mascara, das hilft immer. Das hilft es gegen den müden Blick. Das ist überhaupt das Rätsels Lösung, ne? Wenn ihr die Augen so ein bisschen betont, auch ohne Lidschatten. Mascara ist immer eine tolle Lösung. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mal ein klein wenig. Man kann das natürlich noch mit so einem Pinsel, denn wenn ihr jetzt ein bisschen zu viel aufgetragen habt, kann man das noch so ein bisschen hier, ne, die Kanten so ein bisschen verblenden, verwischen. Ich nehme jetzt mal einen Highlighter von, wartet mal, Candlelight von Too Faced ist das. Warm Brown, dann nehme ich jetzt mal diese hellere Farbe und gebe die mir mal hier oben so leicht mit einem feinen Pinsel auf. Hier noch einen kleinen Touch unterhalb der Augenbraue. Wenn das unterhalb der Augenbraue aufgehellt ist, macht das gleich, also einen jüngeren Effekt. Absolut jüngeren Effekt. So. Ich mag das mal nicht, wenn das so drauf sitzt. Das muss ich immer so ein bisschen in die Haut. Muss ich das einarbeiten. Was ihr auch machen könnt, Ladies and Best Ager, ihr könnt nochmal ein Serum, wenn ihr ein schönes feuchtigkeitsspendendes Serum habt, oder was ganz Simples, so eine Aloe-Creme. Das ist aus dem Reformhaus. Das ist so ein Aloe-Gel, ein ganz einfaches Gel. Und das gebe ich mir manchmal als Erfrischung gerne nochmal so oben drüber. Jetzt nicht so sehr mit Druck, auch jetzt unter den Augen. Und da hat man nochmal so einen richtig tollen frischen Kick. Ja? Für die Lippen einen Lip Liner in Nude. In Nude, also der wie eure Lippenfarbe ist. Jetzt nicht irgendwie einen farbigen. Deswegen nehme ich auch den Edge Perfect nicht. Einfach die Kontur ein wenig nachzeichnen. Ihr könnt auch den ganzen Mund damit ausmalen. Und ich nehme jetzt keinen nudefarbenen Lippenstift, dann bin ich wieder so, naja, dann ist das wieder so ein bisschen blass. Ich will ja so ein Fresh Look haben und da ist ein korallenfarbener oder ein pinkfarbener Lippenstift einfach optimal. Der ist schon fast durch von Sephora, den habe ich so geliebt, das heißt, ich mag ihn immer noch sehr gerne. Hat irgendeine Nummer, ich schreibe es euch gerne auf, den gibt es noch zu kaufen. Wisst ihr was, der schmeckt nach Sommer. Der schmeckt absolut nach Sommer. So. Das ist jetzt mein Fresh Look. Mein, so jeden Tag, was man so jeden Tag, ich habe natürlich jetzt länger gebraucht, weil ich mich mit euch geredet habe. Das geht wirklich ganz fix. Eine getönte Tagescreme, ein cremiges Rouge ist zu empfehlen, vielleicht ein Highlighter oder auch nicht, oder ihr nehmt diesen Rosy Glow, wo alles in einem ist, das ist ja Rouge und Highlighter in einem. Die Lidfalte ein wenig betonen mit einem dunkleren Lidschatten, einem matten Lidschatten, einem dunkleren, matteren Lidschatten, wenn ihr wollt. Auf direkt am Wimpernkranz so einen dicken Eyeliner euch ziehen, also so ein Strich, so ein Lidstrich. Das öffnet das Auge sehr schön
Und die Lippen betonen, das war es eigentlich schon. Ach so, und die Augenbrauen. Ihr dürft die Augenbrauen nicht vergessen. Die Augenbrauen sind ganz wichtig. Die ein bisschen zu betonen, weil die Augenbrauen, wie sagt man, die sind so der, ja, also wie der Rahmen für unser Auge, ne? Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, also für meine neuen Zuschauerinnen. Damit ihr keins meiner Videos verpasst, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Ich lade dienstags und donnerstags und samstags ein Video für euch nach oben. Die Bandbreite ist gemischt von Holz, aufgebraucht, Beauty-Tipps, Kochen, ein bisschen Fashion. Also alles so für Frauen im besten Alter. Tschüss.